Hallo Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer GGC Snipeman und ihr guckt unsere dritte Episode von GGC Capture the vs. MLG flag. Pros. Das heutige Gameplay ist von GGC Snipe Legend. Er spielt MLG CTF5 auf Zealot. Und er hat hier zwei Pros getroffen. Einmal Miguin, kennt ihr bestimmt alle, spielt bei Turning Point. Und Lethal. Ich habe beim letzten Mal, also beim Spiel auf Countdown, glaube ich, den Namen falsch ausgesprochen, wurde in den Kommentaren gesagt. Ich hoffe, dass es diesmal richtig war. Die beiden anderen Typen sind keine Randoms, also es sind Freunde, glaube ich, von Mike Quinn, keine MEG Pros. Auf jeden Fall sind das die Leute, die für ihn meistens die Flags pushen, etc., seine Kills assisten. Jo. Also, ich sag's von Anfang an, wie ihr vielleicht gesehen habt, ist gleich mal der erste rausgequittet, bevor das Game überhaupt losging. Also schon mal super Voraussetzungen für ein CTF-Game und dann auch noch gegen MEG Pros. Das kann natürlich lustig werden. Ja, und ich kann auch vor allem gar nicht verstehen, wenn man mal die Chance hat, gegen MEG Pros zu spielen, einfach rauszuquitten. Das geht doch nicht. Das ist doch das oberste Gebot. Nein, jetzt mal im Ernst. Also generell, bevor das Game überhaupt losgeht, rauszuquitten ist einfach erbärmlich, finde ich. Quitten finde ich nur in den äußersten, schlimmsten Fällen okay, wenn man halt gespawntrapped wird, noch zu dritt ist, einer einen Disconnect hatte. Aber nicht bevor das Game losgeht, egal welche Gegner man trifft. Einfach, sowas einfach nur erbärmlich. Aber egal, Snipe Legend, der hat halt auch alleine gesucht gehabt. Es war auch schon knapp an 23 Uhr. Ich saß zu Hause in meinem Bett, mir war langweilig, hatte meinen Laptop, dachte mir so, ja, guck ich mir mal einen Livestream von MEG Pros an. Guck so, welcher online ist. Ja, Miguin, ich guck. Auf einmal, ich sehe so das Spiel auf Zealot. Ich stand da gerade GGC. Ich warte so, bis Miguin das nächste Mal stirbt, damit ich seine die Stats gucken kann. Auf einmal GGC Snipe Legend. Ich denke so, oh mein Gott, Tobi spielt gegen MEG Pros. Heiß. Dann erstmal so über Facebook. Also wir haben so eine GGC-Gruppe über Facebook. Hab ich so geschrieben, ja, Tobi spielt gegen MEG Pros und so. Hab dann halt das Spiel geguckt. Und bevor das Spiel zu Ende war, da, vielleicht kennt ihr die Livestreams auf Twitch TV und so, da kommt immer so eine Werbung, Werbeeinschaltung. Da steht so, ja, this advertisement support Mike directly oder sowas, ja. Kommt halt so eine hässliche Kaffeewerbung, die niemand sehen will. Ich warte die ganze Zeit, ja, wann geht's weiter? Werbung vorbei und das Spiel natürlich auch. Sie sind in der Lobby und labern einfach nur rum. Da dachte ich mir so, good job, aber egal. Wie ihr mitbekommen habt, ist das bereits das dritte Gameplay gegen MEG Pros. Wir scheinen in den letzten Wochen ziemlich Glück zu haben, was das angeht. Und wir hoffen, dass es weiterhin so bleibt und wir genügend Gameplays hochladen. Ist ja schön, wenn ihr mal in den Kommentaren schreibt, wie ihr das findet, dass wir diese MEG Pro Gameplays hochladen, auch wenn wir meistens hart gezogen werden und Minus gehen und choken und was weiß ich alles. Also einfach mal Kommentar hinterlassen, natürlich Daumen hoch und abonnieren. Und ich wollte mich nochmal ganz herzlich beim Tylo bedanken. Der macht auch Halo Gameplays, auch für Max FPS. Wir werden mal Tylos Channel unten verlinken. Auf jeden Fall vorbeigucken. Der macht MW3 Videos, aber auch vor allem Halo in letzter Zeit, auch gegen MEG Pros. Wirklich vorbeigucken, abonnieren, es lohnt sich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an dich, Tylo. Ich hoffe, wir spielen weiterhin MEG zusammen. Ja, das Gameplay neigt sich jetzt auch schon im Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein, euer Snipeman.